Einen wunderschönen guten Tag. This is KWOBB speaking. Und was macht der Kollege Sven da wieder für die Leute, die jetzt gerade den Videopodcast gucken? Die sehen ihn mit der Kamera rumspielen. Ich habe auch einen Stream irgendwo. Wenn ich den so positioniere, dass ich das sehe, dann habe ich den so. Jetzt ist toll. Hallo. Hallo Sven. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben uns zuletzt vor 14 Tagen hier getroffen und seitdem haben wir auch nicht mehr miteinander gesprochen. Du wirst also dementsprechend viele, viele Themen für uns vorbereitet haben, oder? Warum bin immer eigentlich ich der, die Themen vorbereitet? Ja, weil du der Kluge von uns bist. Ich bin ja nur der hier das ganze Zeug bezahlt. Wir haben von der Arbeitsteilung damals was ganz anderes ausgemacht. Ja, du hast gesagt, du arbeitest und ich krieg die Mädchen. Ja? Nee, aber deshalb habe ich doch überhaupt aufgehört zu arbeiten, um nie wieder zu arbeiten. Deshalb hast du das gemacht. Was hast du gesagt? Du willst die Mädchen? Nein, ich habe gedacht, ich krieg die dann ab. Aber ich habe ja nur, also immerhin habe ich was abgekriegt, denn ich möchte kurz grüßen Malte aus Hilden. Ich weiß nicht, ob du aus Hilden kommst, aber heute Morgen im Finanzamt Hilden saß jemand neben mir, der sich fragte, woher er meine Stimme kennt. Vielleicht war es hierher in diesem Sinne. Wahrscheinlich, wenn du hinter ihm am Geldautomaten stehst und sagst, Geld her, aber schnell. Ja, das, oh, stimmt. Das habe ich dir gesagt, sollst du nicht öffentlich sagen. Entschuldigung. Beim letzten Mal hatten wir tatsächlich dieses, sagen wir mal, mehr oder weniger große Special zum PlayStation Network Hack und ich glaube, wir müssen da noch 3, 2, 4, 5, 6 Worte zu verlieren, oder? Eher 6, ja. Ja, fang an. Du bist der größere PlayStation-Fan. Der PlayStation-Fan, der seine PlayStation seit Wochen nicht mehr angemacht hat, weil er keinen Bock auf den ganzen Scheiß mehr hat. Ah, auch weil ich keine Zeit habe, aber naja, gut. Nee, ist es jetzt eigentlich wieder da? Weiß man das? Ja, klar, es ist er, außer der Store, der ist natürlich noch nicht da. Ach so, ja, der wichtig ist, um für die PSP Go vielleicht mal wieder ein Spiel zu kaufen. Sony, ich hasse euch. Er ist wieder da, ne? Und jetzt sollte man seine Passwörter ändern. Man muss wohl irgendwie seine neue Firmware da drauf packen und dann kriegt man irgendwie so einen Hinweis, dass man doch bitte sein Passwort ändern soll. Das habe ich sogar schon gemacht. Voll und schnell. Und dabei, als wäre es nicht irgendwie kaputt genug alles, ist ja ein neuer lustiger Spaß aufgetaucht. Ja, da ist mir tatsächlich das Herz auch erstmal wirklich in die Hose gerutscht. Ne? Ich habe mein Passwort extra auf irgendwas komplett anderes geändert, weil man will ja jetzt doch wieder ein bisschen Sicherheit haben. Ne? Und ja, und dann auf einmal hört man sowas. Aber Gott sei Dank, wenn bei mir irgendwas passiert wäre, hätte ich mich ja nicht mehr einloggen können. Insofern hat niemand mein Passwort geändert, weil ich konnte mich mit meinem bisherigen Passwort wieder einloggen. Hm, super. Aber ist schon irgendwie der Wurm drin bei denen, ne? Ja, nicht nur bei denen. Also irgendwie, naja. Ja, was ist denn genau passiert? Wir sollten nochmal die Leute ins Bilde setzen, glaube ich. Du bist ja vielleicht ein bisschen besser informiert. Ich habe nur gesehen, dass es wohl irgendwie eine neue Lücke gab, dass man sich irgendwie mit Hilfe seines Geburtsdatums und was weiß ich nicht und E-Mail-Adresse oder so, ne, neues Passwort anfordern lassen konnte oder ein neues Passwort setzen, ohne das alte eingeben zu müssen. Irgendwie so war es, ne? Ja, in etwa so war das. Also es gab eine Demonstration von jemandem, der das Ganze irgendwie live vorgeführt hatte und das Ganze zog dann irgendwie auch, glaube ich, am Abend Richtung, das hatte ich mir aufgeschrieben, lustigerweise habe ich es jetzt nicht da, weil ich wieder total unorganisiert bin, weil mein iPad eben leer ging und ich es noch nicht gesynkt habe, es tut mir leid. Auf jeden Fall konnte man jetzt wiederum sein Passwort, nachdem man es schon geändert hatte, wohl durch einen kleinen neuen Hack, weil die bei Sony mal wieder nicht aufgepasst haben, erneut quasi von außen stehlen und es ist einfach nur, also ich habe keinen anderen Begriff dafür mehr, das ist einfach nur noch ein riesengroßer Clusterfuck. Ich meine, dass es nicht sofort alles wieder rund läuft, das war ja schon fast klar, ne? Aber ich meine, das habe ich beim letzten Mal schon spekuliert, dass man nach 3 Wochen das System wahrscheinlich nicht 100%ig sicher kriegt. Aber es ist schon echt peinlich. Sicherheitsfirmen und erzählt was von wir haben Navy, CIS, Experten und aus dem Atlantik. Das Peinlichste finde ich ja tatsächlich, dass es einen Tag, nachdem es wieder geöffnet war, direkt wumms, die nächste Geschichte, die ja nur so ein Proof of Concept war, dass es noch offen ist, aber naja. Ja, es geht einfach gar nicht. Und wenn man sich dieses Willkommen-Zurück-Programm anguckt, was sie da jetzt an den Start gebracht haben. Das liest sich auch ein bisschen komisch, oder? Ja, das ist so typisch Sony. So, hey, hier, wir haben noch ein bisschen alten Scheiß rumliegen und es tut uns echt so ein bisschen leid, aber so richtig auch dann doch nicht. Und alter Scheiß trifft's ja eigentlich sogar besonders für Deutschland ganz gut, ne? Ja. Also für Deutschland gibt es, wenn ihr euch ins PSN-Netzwerk dann wieder einloggt und der Store mal wieder da ist, dann dürft ihr euch zwei Gratisspiele aussuchen aus Little Big Planet, Super Stardust HD, Wipeout HD Fury, Ratchet & Clank, Quest for Booty und Hustle Kings. Ja. In allen anderen Ländern gibt es statt Super Stardust HD, glaube ich, Infamous, ne? Ja, immerhin. Und für die PSP war auch noch irgendwas. Für PSP kam dazu dieses Everybody Golf 2 statt, was war das? Statt kann ich jetzt nicht sagen, aber für PSP gibt es auf jeden Fall Little Big Planet PSP auch, Mod Nation Racers
Everybody's Golf 2 und Buzz Junior Jungle Party. Okay. Mhm. Und statt alle, Killzone, die, genau, statt Killzone. Richtig, stimmt, statt Killzone Revelation. Ja, und danke, Chat. Für alle, die bereits ein PS Plus Abo abgeschlossen haben, gibt es 60 Tage obendrauf. 60? Ich dachte 30. Nee, 60 für wohl bestehende Kunden und 30 kostenlos für alle, dass man in den Bullshit mal reinschnuppern kann. Oh Mann. Ja, und für, wie spricht man das eigentlich aus? Was jetzt? Curiosity gibt es auch eine Verlängerung und 30 Tage Music Unlimited für Abonnenten und Und wahrscheinlich kriegt man noch ein Bild von Cassie Rai, wie er irgendwie einmal in die Kamera geht. Also da fühle ich mich ja direkt besser nach dem, was sie da gemacht haben, dass ich so ein tolles Geschenk von denen kriegen könnte. Ja, der Hammer. Vor allem, mir wäre es viel lieber, wenn die mir sagen würden, hier, ihre Daten sind jetzt sicher, kaufen Sie doch bitte mehr. Weil ich habe da jetzt nicht, also ich hänge schon an diesem Account, weil durch die PSP Go habe ich da echt nicht wenig Kohle gelassen. Wobei du dann ja einer von den glücklichen Leuten ist, die sowohl PS3 als auch PSP haben und dementsprechend 4 Spiele bekommen. Hey. Ja, wenn ich nicht die meisten schon hätte. Und ja, okay. Da ist das Problem, was ich daran sehe. Weil warum zum Teufel sagen sie nicht einfach hier 100 Euro Guthaben, viel Spaß. Ja, weil man dann wahrscheinlich auch Third-Party-Sachen kaufen müsste, die dann Sony wiederum querfinanzieren genau, müsste. Genau, weil wahrscheinlich 100 Euro klar. Denen wehtun und die Sachen tun denen wahrscheinlich überhaupt nicht weh. Ja, natürlich, das ist ja der Grund. Also man kriegt ja nichts geschenkt heutzutage. Nee, außer bei uns beim Quopcast kriegt ihr Unterhaltung, nette Leute, Kompetenz und einen ruckelnden Livestream. Ist das nicht toll? Ja, der Livestream ist irgendwie gerade echt ein bisschen flaky. Das ist doch egal. Mach den Audio-Livestream, wir sind ein Audio-Podcast. So, back to the roots. Das habe ich immer gesagt, ja. Ja, echt großer Spaß. Also Sony ist echt so eine endlos andauernde Kette aus Fails im Moment. Also ne, da gibt es ja noch mehr. Zum einen fand ich es ja lustig, dass die japanische Regierung Sony untersagt hat, das PlayStation Network mal einfach wieder so an den Start zu bringen. Aus Datenschutzgründen. Genau, weil ich meine, ne, also wenn der Staat schon mal irgendwie was macht, dann soll er doch auch mal da seine Finger im Spiel haben. Fand ich nicht schlecht, dass man vielleicht sagt, so hier, ihr müsst uns auch wirklich beweisen, dass das sicher ist. Und offensichtlich ist es das ja nicht. Insofern, ich mache mal die Kamera ein bisschen gerade, ne? Für die mich sehen, dann sieht das hier nicht so nach Erdbeben aus. Und dann gab es ja, als wenn das noch alles nicht genug wäre, ne? Was gab es noch Schönes? Du meinst das, was jetzt im Zuge von L.A. Noir noch rauskam? Ja, nee, beziehungsweise, war tatsächlich im Zuge von L.A. Noir. Also, wir müssen wieder ein bisschen hinten anfangen. Zur Öffnung des PlayStation Networks gab es ja eben diese neue Firmware. Und die soll jetzt wohl nach Berichten, es sind noch keine offiziellen Sachen, ne? Es ist nur auf der Rockstar-Seite bis jetzt so gewesen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass die in ihrem Support-Forum darüber gesprochen haben. Also, es soll auf jeden Fall mit dieser neuen Firmware, wie ist der, 3.6.1 oder so, ja, in Verbindung mit alten PlayStation 3s, also mit diesen Fat-Dingern, ich glaube mit den 60 und mit den 80 GB-Versionen, soll es Probleme geben, dass die beim Spielen unter anderem von L.A. Noir überhitzen. Finde ich super. Und das wohl nicht nur dabei, sondern eventuell auch bei anderen Spielen, die ein bisschen hardwareintensiver sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, also die PS3 hat, ich habe mich da extra mal schlau gemacht, die PS3 hat einen internen Abschalter, wie eigentlich jeder heutzutage halbwegs vernünftige Computer. Das heißt, die kann dadurch streng genommen nicht kaputt gehen. Es ist natürlich trotzdem nervig, wenn einem das ständig einfriert. Also ich hatte vor Jahren mal, als Uncharted rauskam, da saß ich hier im Hochsommer bei offenem Fenster und naja, ich konnte so jeweils eine Stunde lang Uncharted spielen. Danach war Schluss. Dann hing das Ding halt und sagte mir, it's hot, turn it off. Naja, also wie gesagt, da bekleckern sie sich echt nicht mit Ruhm. Nee, also was Sony im Moment macht, ich raff's nicht. Naja, da wollen wir mal hoffen, aber dass beim nächsten Firmware-Upgrade der Xbox 360, das ja auch jetzt in den nächsten Wochen ansteht, das war wieder so eine geniale Überleitung, die ich jetzt vorbereite, oder? Ja, die wollte ich gerade eigentlich machen. Achso, dann spulen wir einfach mal zurück. Warte mal, pass auf. Ist nicht so, dass ich da schon irgendwas gesagt habe. Du kannst also noch mal anfangen. Ja, außerdem hat ja Sony noch einen Identitätsschutz für Europa angekündigt. Oh, das haben wir nämlich gerade noch übersprungen. Und also das ist eine lustige Firma namens Affinion International Limited, die in Europa ein führendes Unternehmen im Bereich Identitätsprodukte und umfassende Service für Großteile der PSN-Benutzer anbieten werden. Unter anderem eben, dass man wohl auch tatsächlich geldmäßig eine Versicherung besitzt gegenüber Identitätsdiebstahl, der dann im Rahmen dieses PlayStation Networks. Das ist aber tatsächlich auch wirklich die einzige Sache, wo ich Sony echt mal die Hand schütteln muss. Das ist eine gute Idee, dass sie zumindest für ein Jahr diesen Schutz für alle PlayStation Network-Mitglieder auch, also ist ja mittlerweile, glaube ich, dann weltweit. Ne? Es war ja erst nur Amerika und Japan, glaube ich, nur Amerika. Ja. Und jetzt tatsächlich Europa auch dazu und wahrscheinlich der Rest der Welt auch. Das finde ich ja schon mal was, ne?
Ja, also im Moment ist es für die Vereinigten Königreiche, das Vereinigte Königreich sowie Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland. Wie es in den anderen Ländern ist, kann man jetzt noch nicht sagen, aber das schätzt man, da wird in den nächsten Wochen dann auch irgendwas bekannt werden. Die Frage ist natürlich, was man von diesen Firmen halten kann, aber wenn sie führend sind, dann werden sie wohl halbwegs gut sein. Wo man dann selber in Beweislast kommt oder Beweispflicht kommt, inwiefern der jeweilige Fehler, der dann mit eventuell der eigenen Kreditkarte entsteht, auch wirklich aus dem PlayStation Network heraus entsteht, ist die Frage, ob das darauf limitiert ist oder ob es ein genereller Schutz ist, den man da hat, oder ob es wirklich auf Sony beschränkt ist. Das ging aus den jeweiligen... Ja, das wird man sehen, ne? Ja. Ja, aber wie du eben schon versucht hast zu überleiten, das... Doch, komm, ich lass dich jetzt doch. Komm, mach mal. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Also, jetzt willst du nicht mehr. Das ist doch anstrengend. Ist auch mal gut, jetzt musst du machen. Fürchterlich. Nein, von Fails sind ja nicht alle irgendwie gefeit. Ne? Also nicht nur Sony kriegt es hin, Scheiße zu bauen, sondern auch Microsoft ab und zu. Die, wie es wohl rauskam die Tage, testet Microsoft momentan mit ausgesuchten Beta-Testern eine neue Version des Dashboards. Und unter anderem dabei ist eine Art Treiber für ein neues Disk-Format, das die Xbox 360 dazu befähigen soll, Spiele mit über einem oder fast einem Gigabyte mehr Speicher abzuspielen. Also quasi auf den kleinen Discs, ne, wo momentan das ja normale DVDs sind, kann durch dieses Firmware-Upgrade wahrscheinlich, indem man den Laser fein trimmt und weniger schnell, ich habe doch keine Ahnung von sowas, auf jeden Fall passen dadurch auf diese neuen Discs 1 Gigabyte mehr Daten drauf. Und das ist ja schon mal nicht so wenig, wobei es wahrscheinlich auch nicht davon abhalten würde, dass LA Noire trotzdem auf 3 Discs rauskommt. Ne? Kommt es, ja. Das wäre aber jetzt die nächste Überleitung eigentlich gewesen. Ja. Auf jeden Fall gibt es im Moment Probleme damit, denn ältere Xbox 360, wobei noch nicht genau klar ist, welche das sind, sollen wohl mit diesem Firmware-Update nicht klarkommen und sollen diese Discs einfach nicht lesen können. Schmeißen dann eine Fehlermeldung aus von wegen hier incompatible disk format, please change. Und wie man sich momentan wohl erzählt oder wie es wohl tatsächlich so ist, ist, dass Microsoft zumindest bei den Beta-Testern im Moment kostenfrei diese älteren Konsolen gegen aktuelle Xbox 360, ja, offiziell heißt die ja nicht Slim, aber alle nennen sie Slim, austauscht mit 250 Gigabyte Platte. Also die Frage ist natürlich, ob die den Fehler ausgebügelt bekommen oder ob es ein generelles Problem ist und was dann mit den tatsächlichen Endkunden passiert, wenn das Update mal live geht. Live gehen soll es wohl irgendwann zwischen dem 19. und 30. Mai. Super. Muss man dann mal gucken, worauf es hinausläuft und ob wir dann noch alle unsere Spiele spielen dürfen. Ja, das ist echt. Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich bei Konsolen. Ne? Das waren noch Zeiten, wo man sein Super Nintendo irgendwie rauskramte, es noch runterfiel, nichts passierte, man einmal in den Schacht blies, das Ding da reinsteckte und einfach mal spielte. Da hatte man ja ganz andere Probleme. Da hatte man ja zwischendurch irgendwann mal so Cartridges aus Japan oder Amerika importiert und brauchte dann irgendwelche entweder Hardware-Umbauten oder Adaptermodule, damit die laufen. Ja, das sind ja Luxus. Aber das ist ja tatsächlich Luxus, ja. In erster Linie ging es darum, ne? Aber das ist auch wirklich was mich immer mehr stört an den aktuellen Konsolen. Du hast immer weniger Kontrolle über das, was du gekauft hast. Ja, gut, okay, aber das hat ja nichts mehr mit den Konsolen zu tun, sondern generell mit dieser digitalen Verbreitung, ne? Ja, klar. Aber man könnte es ja trotzdem anders machen. Ich meine, ne, wenn wir beide jetzt mal wieder unsere alten Links-Leidenschaft frönen wollen würden und sagen würden, hey, lass doch nochmal die alte 360, oder die alte Xbox auspacken, was nicht gehen würde, weil Xbox Live für die erste Xbox abgeschaltet ist. Aber theoretisch gesehen kann man ja immer noch davon träumen, dass es gehen würde, wenn es so wäre, weil dann hätte man ja sonst keine Träume mehr im Leben. Also auf jeden Fall, ne, ganzen alten Content so für die Xbox 1, den kriegt man nicht mehr und irgendwann wird es auch mit der 360 soweit sein und mit der PS3 und mit so Sachen wie die PSP Go, die eigentlich komplett auf die so einen Kram setzt. Ich meine, ne, klar, man kann immer darüber diskutieren, ob man wirklich in 10 Jahren nochmal die jeweiligen Spiele anpacken will, aber so als, ne, jemand, der so ein bisschen Sammelleidenschaft großen Spielen gegenüber hat, blicke ich dieser Digitalisierung des Spielevertriebs doch mit einem eher weinenden Auge im Moment entgegen. Tja. Ich versuche übrigens uns tatsächlich einen unserer Skype-Anrufer reinzuholen. Mal gucken, was klappt. Denn heute oder die Tage ist ja irgendwie eine neue Version von Skype rausgekommen und eine neue Version von Google Chrome, die sich irgendwie gerade nicht vertragen bei mir. Aber naja. So, aber ja, mach mal. Da könnten wir ja eigentlich mal schnell einschieben, was mit Skype passiert ist, ne? Haben wir das nicht beim letzten Mal schon erwähnt? Nee. War das danach? Ich weiß es nicht mehr. Es war danach, ja. Das ist jetzt erst, glaube ich, diese Woche passiert. Unser allgegenwärtiger Freund namens Microsoft, der auch die Xbox herstellt, hat Skype gekauft. Hey, super. Du musst jetzt viel reden, ich muss hier gerade noch mal ein bisschen basteln. Ich habe doch gerade schon die ganze Zeit geredet. Du musst noch mehr reden. Ja. Es ist so, ja, geht nicht anders. Auf jeden Fall, Microsoft hat Skype gekauft. Vorher war es ja bei eBay und auch, glaube ich, schon eine ganz lange Zeit. Ja, und jetzt gehört es dem Herrn Gates, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, was daraus gemacht wird. Ich habe ja jetzt schon Angst um den Mac-Client, weil der ist ja jetzt schon irgendwie im Arsch.